Frachter in 10 Grad. Bug links, Lage 90. Gegnerfahrt 12 Knoten, 1200. Ruder hart, Backbord. Neuer Kurs, 0, 3, 4. Rohr 1 und 2, klar machen zum Überwasserschuss. Rohr 1 und 2, klar machen zum Überwasserschuss. Zu, gleich, zu, gleich, zu, gleich. Und Start, entsichern. Und an die Wand. Vorne und Back. Und vor. Rohr 1 und 2, klar zum Überwasserschuss! Rohr 1 und 2, sind klar zum Überwasserschuss, Herr Kapitän! Rohr 1, los! Rohr 1, los! Rohr 2, los! Rohr 2, los! Fünfzig, 53, 54, 55. Treffer mittig, Herr Kapitän! Ja! 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 Vollmänner, 5 Abschüsse für die Feige! Das sind viel zu viele Menschen und Frauen und Kinder. Das war kein Frachter. Wir hatten Passagiere an Bord. Das konnten Sie nicht messen. Zerstörer, auf 8 Uhr! Meter. Boot fällt. Wassereinbruch! Wir müssen tiefer gehen. Nützt nichts. Das ist sicher, ich versuche da unten. Neuer Kurs. 008. 1100 Meter unten durch. Unter den Frachter. Unter die Überlebenden. Beide Maschinen voraus. Kleine Fahrt. Sie müssen durch die Überlebenden durch, wenn ihre Wasserbomben uns treffen sollen. Thank you.
Kein Schraubengeräusch. Die haben abgedreht. Kein Schraubengeräusch. Die haben abgedreht. Bravo, Herr Kapitän. Sie sammeln jetzt die Überlebenden ein. Großartiges Manöver, Herr Kapitän. Ich zieh weg hier. Schleichfahrt. Schleichfahrt! Fräulein Strasser. Herr Kriminalrat. Die Post. Von heute. Vous avez perfectionné votre français à l'hôpital? Les infirmières ont été très patientes avec moi, mais je crains d'avoir encore beaucoup à apprendre. Pas mal quand même. Ah, la SS Centrale in Paris. Gratuliert mir zur erfolgreichen Zerschlagung von Carla Monroes Widerstandszelle. Und Sie möchten, dass ich der Verbindungsmann zur Kriegsmarine bei einer SS-Operation bin. Möchten Sie eine Antwort diktieren? Danke. Das beantworte ich später selbst. Und wo feiern Sie dieses Jahr Weihnachten, Fräulein Strasser? Fahren Sie nach Hause? Hier. Hier ist mein Zuhause. Ich habe kein anderes. Schau es!
courageux de votre part d'être revenu, mademoiselle Bostal. Je sais que vous n'allez pas m'arrêter. Mais pourquoi je vous arrêterais? Vous n'avez rien fait de mal, n'est-ce pas? Il paraît que la liste d'otages a été annulée. Effectivement. Mais cela dit, votre absence a été remarquée. Je suis de retour. Je suis sûre que même M. Forster est pour que les infirmières s'investissent dans l'effort de guerre. Ces derniers temps, il avait particulièrement besoin d'elle, en effet. Il n'empêche que... Je sais. Je me suis absentée, sans autorisation, pendant plus d'un mois. Votre mère, comment va-t-elle? Bien, je crois. Oui, mais... Elle est tombée soudainement malade, il y a un mois, n'est-ce pas? Vous avez dû vous rendre à son chevet, à Marseille. Oui. Oui, c'est exact. C'est d'ailleurs ce que m'a confirmé l'hôpital quand j'ai appelé pour vérifier. Comment s'appelle-t-elle? Marianne. C'est noté. En revanche, ne vous absentez plus sans raison. Forster est de retour. Je ne pourrai plus vous aider. Je comprends. Merci, inspecteur. Une dernière chose. Pourriez-vous transmettre un message à une de vos collègues? Simon Strasser. Il faut que je la voie. Alors tu as déménagé? Oui. Merci. Alors raconte-moi, Lana, ce qui s'est passé. Alors d'abord, je l'ai emmenée chez mon oncle et ma tante, dans un petit village près de Marseille. Mais très vite, les voisins ont commencé à jaser, alors ma tante m'a conseillé d'aller voir les sœurs de son ancienne école. Des femmes formidables. Elles sont en lien avec les résistants locaux et grâce à eux, elles ont pu placer Anna dans un couvent en Espagne. Un orphelinat. Je vais dire ça à Franck tout de suite. À Franck? Il est vivant? Oui. C'est une très bonne nouvelle. Attends. Tiens. C'est l'adresse de l'orphelinat. Tu lui donneras ça. Il pourra leur écrire ou... même aller la voir. Un jour. Quand il pourra. Marco. Changer. Tu sais, avec tout ce qui s'est passé ici, tout ce que j'ai vu là-bas, les réfugiés à Marseille, toute cette souffrance. Et toi aussi, tu l'as vu. Il paraît que Forster a détruit un réseau local de résistants. C'est toi. C'est en détruisant cette cellule qu'une centaine de personnes ont été sauvées. Dans toi. Toi aussi, tu as été sauvé, Marco. Frank Strasser? Er ist nicht da. Wenn man sie hier sieht, kriegen wir einen Mordsärger. Frank? Was machst du denn hier? Ich habe gute Neuigkeiten für dich. Anna lebt und ist in Sicherheit. Ja. Was? Ja. Wo, wo, wo? Ist das Spanien? Das gehört ja auch. Da hast du teuer für bezahlt. Ich muss da hin. Ich gehe zu ihr. Frohe Weihnachten.
Ja, auf einmal. Geh zu ihr. Du hast deine Zukunft, Frank. Zu saufen, Lilly, stimmt's? Ich hab doch keine Eier hier hinter, Lala. Was? Lass mich los! Lass mich los! Komm nach! Es kann nur eine Mannschaft die beste sein, oder? Also, wie finden wir es raus? Kerzen. Darf ich mich vorstellen? Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Korvettenkapitän vom Reinhardt, Kriminalrat Forster. Nehmen Sie doch Platz, Forster. Setzen Sie sich zu uns. Danke. Johannes war mein bester Schüler in Nürwig. Sie ein sehr geduldiger Ausbilder. Deine Erfolge sprechen für sich. 12 versenkte Schiffe mit über 60.000 Bruttoregistertonnen seit September. Wir können froh sein, dass wir es wieder hierher geschafft haben. Nach allem, was man hört, nach einem brillanten Manöver, das Boot unter den Überlebenden des Angriffs zu verstecken. Chapeau. Wrangel ist das neue Gesicht der U-Boot-Flotte. Ja, weil Berlin es so will. Seine letzte Feindfahrt war doch sehr beeindruckend. Er hat eine gute Geschichte erzählt. Und wir brauchen gute Geschichten. Ein Sieg zieht immer mehr Siege nach sich. Das Bild eines Helden inspiriert andere, selbst zum Helden zu werden. Und führt vielleicht dazu, eine Lüge als Wahrheit zu akzeptieren. Korvettenkapitän von Reinhardt. Korvettenkapitän Wrangel. Meine Herren, die ganze Stadt spricht über Sie. Und ihr gewagtes Manöver. Und über ihr letztes Abenteuer, wenn man das so nennen mag. Trotzdem Glückwunsch. Danke. Wir alle wissen ja, dass diese kleinen Dinge nur Kindereien sind. Und wissen ja auch, worum es wirklich geht, töten oder getötet werden. Ganz einfach, nicht wahr? So. Darf ich den frisch gebackenen Ritterkreuzträger auf ein Glas Champagner entführen? Sie entschuldigen uns. Ich habe dich übrigens auch das Ritterkreuz vorgeschlagen. Ich kann darauf verzichten. Ach, Unsinn. Ist doch alles ein Haufen Scheiße hier. Psst. Nicht so laut. Heute Morgen habe ich im Bunker Jungs in ein U-Boot steigen sehen. Die musst du abends noch wickeln. Aber in Berlin schreien alle Hurra, Hurra, Hurra. Die sind doch völlig verblödet, alle hier. Vielleicht solltest du eine Pause machen. Warum fährst du nicht über Weihnachten für ein paar Tage zu deiner Frau? Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre. Oh, Hannes. Ich erinnere mich noch sehr gut an eure Hochzeit. Ich habe selten ein schöneres und glücklicheres Paar gesehen. Das ist lange her. Heute schaut sie mich bei jedem Heimaturlaub an wie einen Fremden. Kein Wunder. Weiß selber nicht mehr, wer vor mir steht, wenn ich in den Spiegel schaue. Schick mich lieber schnell wieder los. Ich muss raus da, solange ich noch kann, nach dem letzten Manöver. Johannes,
Das war ein Sieg, keine Niederlage. Hinter sterbenden Frauen und Kindern zu verstecken, ist kein Sieg. Das weißt du genauso gut wie ich. Obermaschinenmarkt. Außerdem habe ich genug davon gesehen, wie sich alle hier lächerlich machen. Das Leben geht weiter, L.I. Nicht für alle. The question is, do we go for the meeting now? With the Navy, you only get one shot. Well, the plans will be ready in time for the meeting, and if we don't go for it now, one of our competitors is gonna get there ahead of us, Pops. Besides, don't you think it's time we kick these Nazis' butts? What do you say, Bonnie? Oh, if Adolf Hitler were standing there, I'd slap his face, so help me God. I can assure you Mr. Roosevelt is gonna slap Hitler's face for you, but to do that, he needs a majority in the Senate. Yes, sir. And as our future senator, you'll give us that majority. Well, I haven't officially announced yet. Somebody should slap him in the face. What does he do here all day? Just give him time, all right? You know, his engineering's a little bit rusty thanks to the war, but on the U-boat technology, he's been great. He better be. We're taking a serious risk hiding him here. Hey, trust me, Dad. He is a good guy. Oh, are you coming for Christmas dinner tomorrow? Your mother asked. Sure, I wouldn't miss it. From the Navy. We better be ready with those plans. I thought we were going to meet the someone who could get me home tonight. Yeah, that too. That was a deal, wasn't it? You scratch my back, I scratch yours. Well, we gotta mix a little bit of pleasure in our business. Tonight, you're gonna experience something completely different. Trust me, you're never gonna want to go home. Let's go. We're going up to Harlem. 110th Street. Hey, buddy. Thanks for the ride. Different world, huh? How are you? My birthday.
glad you could make it. Klaus Hoffman, it's a guy I wanted you to meet. Frederick Berger. He was raised in a Mennonite community in Pennsylvania. He helped arrange my recent passage back from Europe, and I thought he could help you. Pleasure to meet you. You should take it as a good sign he's here. He hates this place. Queen. But now, ladies and gentlemen, our next act is a little bit late this evening. So top up your drinks. Make sure you add a little bit of ice in there, too, because it's going to get hot in here tonight. Ladies and gentlemen, Miss Cassandra Lloyd. Sam told me about your misfortune. Your U-boat sank off the coast. Lucky a couple of Canadian fishermen picked you up and not the U.S. Navy. Yes. As you can see, Sam trusts me. You'll need to as well if I'm to help you. Hoffmann. Es war mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Rufen Sie mich an, dann können wir über Ihre Situation sprechen. Wird nicht einfach. Danke. Ich melde mich bei Ihnen. Ja, there she is. It's an honor to meet you. Those manners ain't from around here. Klaus is from Switzerland and he's just visiting. He got shipwrecked, but he got a little luckier than old Robinson Crusoe landing here at Minton's, huh? Thank you. So, what did you think? Oh, I thought it was true. Oh, true. Come on. What he means is marvelous, fabulous. I'm sorry, Miss Lloyd. I know little about jazz. No, I like true. And I know what it's like not being able to get to where you want to get. Well, what could be better than this place? One of those fancy Midtown places would be nice for a change. Turned down for the third time for my white cabaret card. Segregation? There is no segregation in New York. Not unless you're black. Look, Cassie, I can't fix your cabaret card, but I can fix to take you to a nice dinner at one of those fancy Midtown places. That might be nice. Yeah? And Mr. Crusoe?
Sure. What do you think? Klaus, you want to come along? Yes, be delighted to join you. There you are. It's settled. Hey, Cassie, second set. Good evening, Miss Lloyd. I hope you manage to get back home soon, Mr. Crusoe. But not before we have that dinner. So you told Berger the truth about me, but not her. You can be careful with the truth. I mean, Berger has to know because he's gonna help you out with your situation, but... Welcome back. Others... This one's for all the lost sailors out there. Wenn wir das knapp rationieren, auch das Wasser, dann könnte es 4 Tage reichen, vielleicht sogar 5. Und ein paar Tage schaffen wir ohne alles. Ja, mindestens eine Woche. Irgendwer wird uns sehen, bevor die Woche um ist, Herr Kaloyn. Haben Sie überhaupt eine Ahnung davon, wie groß der Atlantik ist? Verzweiflung ist der Feind, Herr Kaloyn. Ja. Genauso wie der Hunger, das Wetter und das Meer. Allez, fille, vous avez pas une cigarette, là? Wow! Je vais vous baiser bien comme il faut, moi. Eh, hey, dis donc, toi, t'es là pour bosser, pas pour embêter les demoiselles. T'as encore rien fait. File-moi 10 balles, d'abord. Je te donne 5, t'auras 5 après. Si j'en ai à foutre de tes 5 balles, je vais te les garder. Tu vas te faire foutre avec ton boulot de merde. Non, je peux pas vous laisser rentrer. Mais pourquoi? Mais David me l'a interdit, je peux pas. Bonjour. Mademoiselle Strasser, qu'est-ce que vous faites ici? J'avais dit à ma belle-sœur de pas vous laisser rentrer, c'est beaucoup trop dangereux. Vous savez bien que vous n'allez pas survivre à 4 sur la ration de votre belle-sœur. Alors prenez la mienne. Regardez les enfants. Ce que j'ai trouvé. Des œufs. Attends, papa. Shalom aleichem,
Shalom, Malare Elion, Mi Meler. Wasser? No. Was machst denn du hier? Ich hab hier gefragt, was du hier machst, Strasser. Hey! Hey, stehen bleiben, Strasser! Strasser! Stehen bleiben, Strasser! Es handelt sich um eine Mission der SS, unterstützt von der Kriegsmarine. Höchste Geheimhaltungsstufe. Warum ich? Meiner Meinung nach ist Korvettenkapitän von Reinhardt nicht nur der beste Kommandant unserer Flotte, sondern auch absolut zuverlässig. Darf ich fragen, worum es bei dieser Mission genau geht? Für den Moment müssen Sie nur wissen, dass Sie die Fracht am vereinbarten Ort abzuliefern haben. Hier sind die Details und die Karten. Ich muss Sie doch bitten, das Siegel erst zu brechen und die Order zu öffnen, wenn Sie 20 Grad West erreicht haben. Damit verhindern wir, dass irgendwelche Einzelheiten Ihrer Mission vor Ihrem Auslaufen bekannt werden. Natürlich, Herr Kriminalrat. Ein paar Männer meiner Besatzung steht Urlaub zu. Und erst eins wie ich habe bereits Vorkehrungen getroffen. Diejenigen, denen Urlaub zusteht, durch Männer von Korvettenkapitän Wrangels U-612 ersetzt werden. Ja, ich wollte die Mannschaft sowieso aufbrechen. Es ist ja nicht Wrangels Mannschaft, sondern Hoffmanns. Leutnant zur See Schiller wird Ihr neuer 1WO. Dann sollte ich Leutnant zur See Schiller sofort instruieren. Korvettenkapitän von Reinhardt. Das ist eine äußerst wichtige Mission. Nicht nur für die SS, sondern auch für die Propaganda und die Moral in Deutschland. Geliebte Ellie, ich habe eine Entscheidung getroffen und hoffe, du kannst diese mittragen, wenn ich dir meine Beweggründe erläutere. Es wird auf jeden Fall unerlässlich sein, dass du nach Erhalt dieses Briefes Deutschland sofort verlässt. Je te connais par cœur, Dejiki. Je sais quel genre de petit salopard tu es. Serais pas avant ta propre mère, toi, hein? Elle est morte. En tout cas, t'auras pas un sou. Parce que tu vois, y a plus de juifs à La Rochelle. Maintenant, j'ai assez perdu de temps avec toi. Fous le camp. Fous le camp, je te fous au trou.
Haben Sie etwas für mich? Es kam heute Morgen für Sie aus Berlin. Danke. Avec qui parliez-vous à l'instant? Votre français comme votre jambe, criminel rat. C'est beaucoup amélioré. C'est pas l'Anatole de Jéquier, c'est un petit voyou du coin. Qu'est-ce que vous voulez? Colporte des histoires de juifs cachés. Tout ça, c'est pour faire de l'argent. Je vous dis que vous étiez déjà occupé de tout ça et qu'il vous insultait personnellement. Monsieur Dejeki, excusez-moi un instant, s'il vous plaît. L'inspecteur du Royaume a dit que vous aviez des renseignements. Ouais, mais c'est pas gratuit. Désolé de vous décevoir, mais vous n'aurez pas d'argent pour moi faire votre devoir. Si vous savez quelque chose, il faut me le dire, sinon je serai forcé de vous arrêter. Des Juifs, il y a une Allemande qui s'occupe d'eux. Qui? Quelqu'un que vous connaissez? Es ist wahrscheinlich nichts, aber dieser Kerl behauptet, in der Rüdler Meer verstecken sich Juden in einem Keller. Rüdler Meer, das ist mir bekannt. 28 Rüdler Meer. Eine Einheit soll das überprüfen. Ach, und wie immer nach Einbruch der Dunkelheit. Wir wollen ja keine Aufmerksamkeit erregen. Ja. Wo wollten Sie denn hin? Zu meiner Tochter. Und die ist wo? In Spanien, Herr Kapitän. In einem Waisenhaus. In einem Nonnenkloster. Spanien, Waisenhaus, Nonnenkloster. Halten Sie mich für einen Idioten? Ihre Mutter ist gestorben. Das tut mir leid. Aber das sieht alles immer noch nach Fahnenflucht aus. Ich kann Sie standrechtlich erschießen lassen. Andererseits wäre es wirklich zu grausam, Ihrer Tochter nach der Mutter auch noch den Vater zu nehmen. Egal, wie dämlich sich der Vater verhalten hat. Außerdem waren Sie nicht lange genug weg, als dass Ihre Abwesenheit überhaupt bemerkt worden wäre. Und was das Wichtigste ist, ich brauche einen englischsprachigen Funker für eine besondere Mission. Ab! Hört sich übrigens an, als ob Ihre Tochter in guten und sicheren Händen wäre. Das Beste, was Sie jetzt tun können, ist, am Leben zu bleiben. Halten Sie sich an von Reinhardt, der weiß, was zu tun ist, und gehen Sie zu Ihrer Tochter, wenn der Krieg vorüber ist. Raus! Simon? Simon? Ich wurde verhaftet auf dem Weg zu Anna. Warum? Was? Aber sie haben mich wieder begnadigt. Ich muss heute wieder rausfahren. Besondere Mission. Was für eine Mission? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist doch egal. Ja, ist alles egal. Jetzt kümmern wir uns nur noch um die Dinge, die wirklich wichtig sind. Ja.
Du? Wie lange willst du hier noch bleiben? Du musst weg von diesem Forster. Der wird sich früher oder später an dir rächen. Frank. Bruderherz. Manchmal sind die Dinge so, wie sie sind. Du passt auf dich auf. La 5. Margot? Simone? Qu'est-ce que tu fais là? C'était pendant que Forster était à l'hôpital. Un jeune inspecteur est venu vers moi parce que il avait découvert en vérifiant les registres civils qu'il y avait une famille juive qui est arrivée ici à partir de Paris, fin août, après les rafles. Mais il n'y avait pas de trace de leur départ. Alors je lui ai dit que j'en allais alerter Forster, mais en revanche, je les ai cherchés. Et je les ai trouvés chez la belle-sœur de David. Ils étaient là dans la cave, en train de crever de faim. J'ai effacé leur nom du registre et depuis, j'essaie de leur apporter à manger ce que je trouve. Voilà. Je savais que tu n'avais pas renoncé. Et toi? Je suis avec la résistance maintenant. Je les ai rencontrés quand ils ont exfiltré Anna. Ils m'ont fait revenir ici pour établir une nouvelle ligne d'évasion. Alors, tu peux m'aider, tu peux les faire sortir, toi. Moi, je peux pas, je dois rester. Il va jamais me lâcher, Forster. Hätte nicht gedacht, sie so schnell wiederzusehen. 2 BO. Und dich auch nicht. L.I. Und sie auch nicht, L.I. Strelitz! Strasser! Kick mal, die haben es so nötig, dass sie selbst mir noch mal eine Chance geben. Ich habe das Funkgerät kontrolliert, 1 BO. Alles in Ordnung. Danke. Aber jetzt ist der Funkmann Strasser da und ich möchte, dass er noch mal alles überprüft. Die Funkverbindungen sind absolut einsatzwichtig. Natürlich, 1 BO. Unsere neuen Kameraden. Torpedogast? Ja, Herr 1 WO. Kommandant an Bord! Stillgestanden! Rühren! Diejenigen unter Ihnen, die mich kennen, wissen, dass ich das Boot mit geringstmöglicher Hierarchie führe. Befehlen kann ich es alleine. Das Boot fahren und kämpfen werden wir gemeinsam. Jetzt weitermachen. Jawohl, Herr Kapitän. Alle auf Ihre Posten. Sag mal, wer sind die? Frangels Flüchtlinge. Ich habe gehört, die haben ja fast das Boot verloren. Die sollen auf das hier besser aufpassen, solange ich an Bord bin. Haben wir die Order bereits, Herr Kapitän? Wie die Illerie passiert, haben gehen wir auf Westkurs. Auf Höhe des 20. Längengrads öffne ich unseren versiegelten Einsatzbefehl. Unsere Fracht, Herr Kapitän. Bringen Sie sie runter. Das ist unsere Fracht? Nicht ganz. Korvettenkapitän von Reinhardt. Sturmanführer Erwin Friedel, SS. Meine Kameraden unter Sturmführer Salz und Freund. Willkommen an Bord. Die Herren. Wir bringen Sie in der Offiziersmesse unter. Und Ihre Kameraden bei den Unteroffizieren. 2 WO Fischer.
Zeigen Sie den Herrschaften, wo das ist. Jawohl, Herr Kapitän. Sturmbannführer, darf ich Sie bitten, mir Ihre Waffe zu übergeben? Unsere Befehle lauten, sie niemandem auszuhändigen. Sollten Sie nicht Befehle erhalten haben, uns nicht mal danach zu fragen? Bevor Sie an Bord gekommen sind, wusste ich nicht einmal, was unsere Fracht ist. Dann wären ja die jeweiligen Privilegien und Hierarchien geklärt. 1WO. Faut partir avant la nuit. C'est qui? C'est Margot, c'est une amie. Elle va vous aider. Prenez vos affaires. Bonjour. Il faut partir. Faut pas avoir peur. Vous avez vos affaires? Oui, j'ai mon sac. Tu prends? David! C'est à toi. Il faut partir, maintenant. David! Il faut partir! Ils sont là. Allez, 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 allez. Margot, tu prends les enfants? Faut que David, vous passez en premier. Vous partez. Partez par la fenêtre. Moi, je vais par là. Vas-y. Sie müssen Hilfe gehabt haben. Suchen Sie weiter. Wir werden schon mal wieder auftauchen. Was machen wir mit ihr? Soll ich einen Krankenwagen rufen? Kratzen Sie vom Boden auf.